Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Willkommen zurück bei unseren Ägyptern. Unsere neue Pharaonen-Regentin Seretor hat möglicherweise etwas mehr Kriegsglück. Zumindest lief es zuletzt recht erfolgversprechend. Schauen wir mal, ob wir demnächst hier weiter nach Tyros vorstoßen können. Aber wir haben das letzte Mal alles erledigt, haben uns ein bisschen gewundert über die vielen Karthager, die durch ägyptisches Gebiet laufen. Aber das sind halt unsere Freunde, nicht wahr? Wir beenden das Jahr und schauen, was passiert, ob die Assyrer weitere Truppen heranbringen. Sie sind ja nun auch wieder im Krieg mit Babylonien und das sollte diese Front eigentlich auch weiter entlasten. Und die Karthager sind schon dran. Ihr seht es hier unten links. Waren die Assyrer schon? Das sieht so aus, ne? Er hat ja Heilung gemacht. Okay, also kein Angriff von assyrischer Seite. Das ist hervorragend. Die werfen da nochmal was. Okay, und wir haben jetzt sogar einen Sohn, theoretisch auch einen Erben, wenn sie die Macht übernehmen würde. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, Kanzler, na, das ist, finde ich, nicht so gut, ist zum Manichäismus übergetreten. Und nun, Kampf für Griechenland. Nach einer Enttäuschung zu viel hat Hatschepsut die Soldatin beschlossen, sich ob der herrschenden Missstände ans Ausland zu wenden. Okay, wir hatten die doch irgendwie, naja, wir haben sie entblößt, weil sie immer die Hethiter angreifen wollte. Ja, können vielleicht die Griechen dann machen. Mitten in der Nacht schleicht sie mit ihrer Familie und allen Besitztümern im Schlepptau über die Grenze. Unterstützt von Dienern mehrerer mächtiger Familien aus Griechenland. Fast unmittelbar nach ihrer Ankunft erhält Hatschepsut eine Anstellung beim Militär von Griechenland. Ihr Fachwissen wird Griechenland gute Dienste erweisen. Nun ja. Okay. Und nun? Felina geringschätzen, weil sie eure besten Leute rekrutiert. Das wäre ein Streit jetzt mit den Griechen, wobei Felina auch schon relativ alt ist, 66. Euer Ansehen bei Griechenland ist im Moment minus 63, oder? Feiern, dass ihr diese feige Nuss endlich los seid. Damit wird sie verbittert. Was uns Stadtkapital kosten würde. In Menefer auch minus 2. Und wir würden auch Ansehensverluste in Kauf nehmen. Schade, dass wir keine Strategen sind. Wir könnten sie jagen, aber das geht nicht. Nee, passt mal auf. Also ich würde mal sagen, dann zerstreiten wir uns lieber mit den Griechen und zeigen hier ein bisschen harte Kante, als dass wir jetzt hier verbittert werden. Okay. Kriegerclan. Die Ältesten der Ramesiden haben euch eingeladen, eine Demonstration beizuwohnen, bei der ihre besten Soldaten ihre Jagdfähigkeiten unter Beweis stellen und komplexe militärische Übungen durchführen. Die Familie bittet euch beharrlich, mehr Ressourcen in die Organisation und die Ausstattung eurer Streitkräfte zu investieren, da diese einen wichtigen Aspekt ihrer Lebensweise darstellen. Okay. Wir können dem zustimmen. Ach, das ist eine Ambition. Rossharnisch und Quadratformation entdecken. Oder Kohorte und Kriegsrecht entdecken. Ja, das klingt ganz interessant eigentlich. Außerdem kriegen wir Ansehen. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Rossharnisch, Quadratformation, Kohorte, Kriegsrecht. Okay, können wir uns mal kurz angucken. Also, Rossharnisch, Quadratformation. Ah, Kriegsrecht müssen wir sowieso erforschen. Wartet mal. Kriegsrecht müssen wir sowieso erforschen, das, weil wir Heiligen Krieg hier haben wollen. Kohorte ist da. Also das würde uns eigentlich fast noch besser passen, ehrlich gesagt. Also es würde auf jeden Fall schneller schaffen. Habe ich das jetzt richtig in Erinnerung? Kohorte und Kriegsrecht. Ja, das machen wir. Die Entwicklung neuer organisatorischer Methoden. Hervorragend. Okay, das ist dann die nächste Ambition. Sehr schön. Und damit sollte das Verhältnis jetzt hier mit den Ramesiden... Hä? Ach, erst wenn wir das geschafft haben, kriegen wir die plus 80. Ah, okay. Okay. Na gut. Auch nicht schlecht. Hier sinkt das allerdings ab. Das ist nicht so schön. Na gut. Noch ist es positiv und wir haben auch keine großen Saiden-Kämpfer hier. Okay, ein Event hatten wir nicht. Insofern können wir uns hier weiter dem Kampf widmen.
Eine gegnerische Einheit haben wir dort. Okay, idealerweise... Ja, wir müssten jetzt mal gucken. Also wir müssten auch mal die Gelegenheit nutzen, hier Generäle und sowas reinzubringen. Wie kommen wir da jetzt am besten ran? Du machst... Also sie hat 10... Ne, sie hat was? Sie hat volle Socke, 20, ja. Du machst 4. Ah, die steht da auch genau zwischen den Bergen. Das ist ein sehr unangenehmer Ort. Mit den Fernkämpfern 3. Hier 5, hier 4. Ja gut, wir können ja noch mit unseren Nahkämpfern plus unseren Fernkämpfern angreifen aus zweiter Reihe und versuchen, das insgesamt irgendwie hinzukriegen. Was anderes geht nicht, würde ich sagen. Also 5, 4. Jetzt hat er noch 11. Weitere 4. Er kriegt 3. Er kriegt auch noch 3 hin. Von dort 2. Warte mal, wie viel hat er? 7. Das kann doch nicht sein. Das ist gerade so nicht reicht. Aber das scheint so zu sein. Oder gibt es irgendeine Chance, dass es vielleicht... Oh ja, wenn wir von hinten ranreiten. Das würde uns eine Menge Befehle kosten. Aber wir wären sie los. Das ist natürlich eine gewisse Gefahr, dass von der Seite wir flankiert werden. Aber ich denke, wir werden es versuchen. Wir werden einen Eilmarsch machen. Hier hinreiten. 6 Schaden machen. Und von hier aus den Kill machen. Huiuiuiui. Okay. Also, da haben wir erstmal die letzte Einheit erledigt. Es scheint tatsächlich keine in weiterer Reichweite zu sein. Und damit stehen die Türen hier, die Tore quasi, von Tyros uns offen. Möglicherweise. Möglicherweise. Wir wollen uns nicht zu früh freuen, aber das sieht ja wirklich besser aus als je zuvor. So, hier unten müssen wir endlich diesen Feind erledigen. Wir müssen mal gucken, mit wem wir das machen. Hier machen wir noch einen Angriff. Er hat jetzt noch 6 Punkte. Ich würde gerne ihn hier stärken. Er soll die Erfahrungspunkte erhalten. Und das ist Gott sei Dank gelungen. Hervorragend. So, dann kannst du zurückkehren. Zu welcher Stadt gehörst du? Du bist eigentlich ein Saiden-Miliz. Okay, da haben wir jetzt hier 2 Milizen, die wir im Moment hier eigentlich gar nicht benötigen. Aber vorerst stellst du dich dahin. Du auch weiter Wache. Aha, hier eine neue Einheit. Sehr gut. Die wir direkt... Ne, warte mal. Befördern kann ich ja auch, nachdem ich mich bewegt habe. Die sollten wir schon relativ schnell zur Front bringen. Wer weiß, was passiert. Wir machen die Beförderung. Kampf, Spurenleser, Standhaft oder Hochländer. Wir haben ziemlich viele Hügel hier aus, muss man einfach mal so sagen. Machen wir hier auch den Hochländer. Du gehst auf Wache und hier haben wir die Axtkrieger. Auch die würde ich jetzt hier schon mal in Richtung Front bringen. Schaut mal, wie weit wir damit kommen. Ja, bringen wir sie mal hier hin. Sehr schön. Und fügen ihnen gleich einen General hinzu. Ja, nehmen wir mal hier ihn. 10% Angriff, Patriarch Jose. Sehr schön. Damit alle militärischen Einheiten bewegt. Die Frage ist, wollen wir... Wir stehen aber eigentlich hier ganz gut, würde ich sagen. Ne? Wir können uns aber neugierigerweise nochmal hier ein bisschen... Ah, schaut mal, wir sehen, hier sind schon Babylonier. Und damit ist der Weg eigentlich abgeschnitten. Oh Leute, das ist gut, das ist gut. Wir werden gleich bis Damaskus vorstoßen. Da sehe ich uns schon stehen. Wir haben 3 zivile Einheiten.
Erst hier fertig mit den Netzen. Jetzt, wo der Feind weg ist, können wir, glaube ich, auch hier unbeschwert Dinge tun. Zum Beispiel Gebüsch entfernen. Ah, schaut mal, das ist eine neue Möglichkeit. Wir können hier städtische Strukturen hinzufügen. Das können nur Bauherren. Wird aber das Gebüsch entfernt, das will ich nicht machen. Also komplett entfernt, glaube ich. So, und das wäre es, glaube ich. Mehr ist da nicht möglich. Dann haben wir hier einen Arbeiter. Du hast hier was gebaut? Ein Weiler. Was machen wir mit dir jetzt hier in Janet? Auch hier müsste eigentlich ein Odeon möglich sein. Jawohl. Muss neben der Stadt sein. Aus dem Grund werden wir es hier hinbauen. Okay, bringen wir hier ein bisschen Kultur in die Militärstädte. Und hier unten waren wir gerade dabei, ebenso Gebüsche zu entfernen. Da komme ich aber jetzt nicht mehr weiter. Alle Befehle gegeben. Gut, ein Arbeiter bleibt untätig. Dann müssen wir jetzt die Städte uns angucken. Gucken wir uns erstmal Abiju an. Abiju hat den Streitwagen und ich würde sagen, jetzt scheinen wir erstmal da an der Front ganz gut klarzukommen. Wir sollten jetzt hier diese Stadt erstmal weiterentwickeln. Das ist der reine Wahnsinn. 5 Bürger. Und ach, der Meisteroffizier, 8 Jahre ist aber mir zu lange. Das ist mir zu lange. Dann machen wir erstmal mit diesem weiter hier. 8,5 Nahrung ist auch eine gute Sache, würde ich sagen. So, wir sind dann hier in Ammonia. Da ist der Graben abgeschlossen. Immer noch plus 7,4 Unzufriedenheit. Naja, die Stadt ist auch noch jung. Fischer plus 15 Nahrung ist natürlich ein Hammer. Ja, ich würde sagen, das machen wir. Auch wenn es lange dauert. In Menefer haben wir auch den Graben. Aber immer noch plus 8,2. Fest lohnt sich dafür für mich noch nicht. Warum ist das hier so hoch, sagt mal. Ah, schaut mal hier. Oh, bei Menefer treffen gleich Judentum und Manichismus aufeinander. Das heißt plus 1 jeweils. Okay. Das ist eine Menge. So, wir haben einen Bürger. Bergarbeiter bedeutet mehr Stahl oder Eisen. Ja, können wir auch mal starten. Finde ich gut. Und Svenet, da haben wir den Steinhauer. Da haben wir keinen freien Bürger mehr. Da könnten wir den Meisterdichter promoten. Stufe 1, 113 Jahre. Stufe 2, da brauchen wir nichts mehr tun. Das ist hervorragend. Allerdings ist hier das Archiv natürlich sehr stark, weil hier sowieso wahnsinnig viel Forschung stattfindet. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal hier auf Archiv. Sehr gut. Okay. Befehle haben wir gegeben. Hier ist erstmal nichts Neues zu bedenken. Wir haben tatsächlich erstmal ein bisschen Holz, Vorrat und können frohgemut in die nächste Runde gehen. Ja, alles andere ist soweit klar. Okay, dann haben wir die nächste Forschung, das ist auch gut. Ja, wir sehen, die Babylonier kämpfen hier offenbar sogar schon gegen die Arbeiter. Hier wurde eine Miliz gegründet, aber es scheint wirklich keine Gefahr mehr für uns zu bestehen. Das ist gut. Okay, die von Botschaft der Sethos organisierte Hochsynode hat unser Ansehen beim Klerus verbessert. Der Manichismus organisiert eine erfolgreiche Hochsynode plus 40, ja, sehr schön. Wie stehen wir jetzt zum Manichismus? Ansehen plus 9. Oh, das war ja großartig. Sehr schön. Und es gibt eine Verleumdung der Assyrer. Das hat auch geklappt. Wir haben Staatsbürgerschaft. Und jetzt müssen wir mal gucken. Mit Schrecken sehe ich, dass wir nicht weiterkommen in die Richtung, in die ich gehen möchte. Aber Forstwirtschaft ist jetzt eigentlich auch Pflicht, wo wir bald das erobert haben.
Guck mal kurz trotzdem nochmal den Technologiebaum an, weil ich eigentlich in Richtung Kriegsrecht gehen will. Und das bedeutet, wir brauchen Steigbügel. Wird uns hier nicht angeboten. Dann nehmen wir aber die Forstwirtschaft, ganz klar. So, das sehe ich gerade. Also schaltet Sägewerkerweiterung. Das ist wichtig. Schaltet Aufklärung frei. Das ist eine Religionserweiterung. Naja, gut. Müssen wir gucken. Dazu brauchen wir, glaube ich, Gelehrte. Das ist vielleicht eine Sache, die wir tatsächlich mal wieder in Gang bringen sollten. Hier unten, dass wir mal wieder einen Gelehrten unseres Glaubens hier etablieren, der vielleicht genau sowas machen kann. Da hatten wir lange die Forschung nicht. Dann gucken wir mal, was hier noch für Entscheidungen sind. Wertvolles Erz. Ein Bote der Hethiter. Oh, sag mal, jetzt steht hier plötzlich Hethiter. Manchmal steht Hatti, manchmal Hethiter. Erscheint mit einem Friedensangebot. Wir möchten unsere Handelsrouten mit eurer Nation erweitern. Die Erze aus eurem Land sind berühmt für ihre Stärke und Qualität. Wir würden gerne mehr von euch erwerben. Sag mal, das ist jetzt von deren Seite aus, nicht wahr? Interessant. Das heißt, wir können dort Frieden erreichen. Also, das bringt uns, glaube ich, viel. Ich meine, wir könnten auch sagen, wir wollen das verkaufen, doch keinen Frieden haben. Bringt uns 1870 Gold, ist natürlich auch eine Menge. Aber ich würde sagen, die diplomatische Sicherheit im Norden Ruhe zu haben, ist es mir wert, hier dafür das Eisen rauszugeben. Sehr schön. Weise Texte. Für ihr Politikstudium befasst sich Zen Minis mit Weisheitsliteratur, Schriften über Tugend und das Denken, die Gelehrte und weise Männer aus alter Zeit hinterlassen haben. Sie ist vollkommen von den Texten eingenommen und liest schneller als je zuvor, um dann tagelang deren Bedeutung und Lehren zu diskutieren. Königin. Naja, oder auch nicht Königin. So, die Debatte eines Mannes mit seiner Seele bekommt sie Weisheit. Die Lehren des Ptahotep. Disziplin oder Gebet an Rehar Akti. Charisma. Ne, wir machen mal die Debatte eines Mannes mit seiner Seele. Das liest sie jetzt neuerdings. Okay, gut. Das waren soweit die Ereignisse. Bevor ich es vergesse, würde ich sagen, schaut mal, wir haben... wir sollten versuchen, glaube ich, die Geschichte mit der Hochsynode nochmal zu betreiben. Das läuft über den Botschafter. Wir gucken uns aber erstmal hier die Beziehungen an. Wir sind hier im Plus 9. Schaut mal, vielleicht kriegen wir Ähnliches beim Judentum hin. Also auch hier eine Hochsynode. 100 Stadtkapital. Ich denke, das ist es wert. Okay. Warte mal. Wir können im Übrigen nochmal eine andere Geschichte gucken. Was hat denn das jetzt eigentlich gebracht? Die letzte Forschung, die wir hatten. Das habe ich mir ja noch gar nicht angeschaut. Das war Staatsbürgerschaft. Das ist ganz wichtig, weil wir können Gerichtsgebäude bauen. Die kosten uns Stein, bringen aber Stadtkapital. Wir könnten einen kostenlosen Hofminister, das haben wir aber nicht genutzt. Und wir können ein neues Gesetz einführen, wofür wir aber jetzt das Stadtkapital nicht haben. Rechtskodex oder göttliche Herrschaft. Wobei, schaut mal, göttliche Herrschaft ist zwar ganz gut, Schrein minus 1, aber kostet minus 54 Unterhalt. Ich glaube, ich nehme da lieber Rechtskodex. Das bringt uns nochmal ordentlich weiteres Stadtkapital. Okay. Gut. Das hätten wir. Dann schauen wir mal. Also keine feindlichen Einheiten in Sicht. Das heißt, wir können jetzt einfach hier die Stadt attackieren, so gut es geht, mit allen verfügbaren Mitteln. Also, gehen wir mal hier ran. Oh, das bringt jeweils nur ein TP. Na, ist halt so. Wir haben halt keine Belagerungswaffen, ne? Das ist das Problem. Aber was sollen wir machen? Wir müssen. Wir müssen die Gelegenheit nutzen. Oh, wir haben 3 TP verloren dabei. Okay, das ist natürlich kein guter Deal.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, wie gut die Stadt hier verteidigen kann. Aber warte mal, das ist das, was die Stadt hat, ne? Und der hat einfach nur was mit abbekommen hier. So ist das, glaube ich. Ja, insofern haben wir die Stadt ganz gut aufgerieben. Das sah jetzt schlechter aus, als es eigentlich ist. Man sieht eben nur oben den Schaden, den wir an den Einheiten machen. Und nicht den Schaden, der an die Stadt geht. Ja, nee, dann ist es alles solide. Okay, dann werden wir die Stadt in der nächsten Runde haben. Mit vollem Einsatz. Weitere untätige Militäreinheiten. Was haben wir hier? Ja, ich denke, den werden wir auch nochmal verbessern auf den Keulenkrieger. Sehr schön. Ja, damit haben wir wirklich jetzt erstmal ausreichend Militär, würde ich sagen. Stimmt, du bist ja auch noch einsatzfähig. Es reicht aber nicht, um die Stadt fertig zu machen, aber wir werden trotzdem dahin. Ja, beim nächsten Angriff. Das nenne ich mal Belagerung. Okay, hier jetzt erstmal dringend heilen. Ebenso die Einheit und ebenso diese Einheit. So, prima. Wir haben noch 14 Befehle und kümmern uns erstmal um die Arbeiter. Da oben gehen wir hier noch einmal durch und werden Gebüsche entfernen. Oh, dahin sind auch noch richtig viele Gebüsche, aber ich denke, wir werden dann erst einmal hier eine Schafweide platzieren. Hier unten ist ein nächster Weiler entwickelt worden. Was können wir in Sau noch machen? Auch hier müsste eigentlich ein Theater möglich sein. Jawohl. Dass wir sogar in die Wüste bauen können. 1,4. Das ist ja sogar ein schöner Angrenzungsbonus. Dann machen wir das. Hier kommt das Theater hin. Und hier unten waren wir beim Abholzen. Auch da will ich jetzt noch weitermachen. Feld kaufen, das gehört doch eigentlich schon der Stadt. Achso, das ist für Vaset. Nee, das wollen wir nicht. Gebüsch entfernen. Und lassen wir es mal dabei. Jetzt haben wir erstmal wieder 29 Holz. Ich will mal gucken, dass wir die Kundschaft da vielleicht hier noch ein bisschen bewegen. Ich bin interessiert daran, was hier so los ist. Wobei, bei ihm ist es ganz okay. Ach, wir gehen mal ein weiter. Wir sehen hier, was ist das denn für eine Elite-Einheit? Arkadischer Bogenschütze. Oh mein Gott, die sehen richtig gefährlich aus. Gut, dass wir es nicht mit denen zu tun haben. 6,3 und 4 Reichweite. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut. Dann, wir wollen ein bisschen von Ruhm sehen. Aber da ist nicht viel zu sehen. Damit haben wir alle Befehle ausgegeben. Wir gehen nach Elat. Und hier hatten wir den Axtkämpfer, ne? Haben wir hier eigentlich... Ja, wir haben da eine Miliz. Die kann nachher aber nochmal zurück nach Elat. Es wäre gut eigentlich, hier einen Offizierslehrling weiterzuentwickeln. Wobei der Bergarbeiter wäre auch gut. Dann bekommen wir nämlich da ein Luxusgut. Das kann nochmal wichtig werden. Ah, kommt, wir machen mal erstmal den Bergarbeiter. Dann können wir nämlich dort das Salz auch entwickeln. Das ist ziemlich wichtig sogar. Okay, schauen wir mal. Hier alles gesehen. Elat, Axtkämpfer, Unzufriedenheit in Ammonia, ja. Staatsbürgerschaft, Frieden mit Hatti, das ist gut. Sehr schön. Ein untätiges Ratsmitglied, ja, der Spionagemeister, ne? Forschung stehlen. Können wir, glaube ich, nicht, ne? Genau, dazu brauchen wir Kartografie. Kind unterrichten, aber als Ratsmitglied geht das, glaube ich, nicht. Alles andere werden wir jetzt nicht tun. Nee, da haben wir also nichts, was wir mit dem Sinnvolles tun können. Und beenden den Zug. Sehen wir hier irgendwas? Ein assyrischer Kundschafter. In der Nähe von Sizilien, na sowas.
Das scheint nichts Besonderes zu sein. Sehr schön. Wir haben die Forstwirtschaft und wir bekommen schon wieder nicht das, was wir haben wollen. Dann müssen wir uns jetzt gut überlegen. Also Doktrin wäre richtig gut, weil wir mit Doktrin zum Beispiel Tempel bauen können. Und nächstes Gesetz. Und die Tempel, die kosten nämlich kein Holz. Das ist für uns auch richtig, richtig gut. Architektur. Aber wir müssen auch ein bisschen gucken. Wir haben ja ein Ziel, ne? Schaut mal. Eure Vasallenfamilie weiß es. Ah, okay. Ramme 7 plus 40. Das ist schön. Wir haben ja ein Ziel. Und wir müssen mal gucken. Wir haben ja noch ein weiteres Ziel. Wir wollen nicht nur Kriegsrecht, sondern auch Kohorte. Und... Ach, wir haben schon... Die Schlachtlinie stimmt. Wir sind ja ziemlich nah dran an Kohorte. Oh, das ist ja wirklich gut möglich. Nee, gut, dann brauchen wir uns hier jetzt keine großen Gedanken machen. Dann müssen wir das nehmen, was sinnvoll, am sinnvollsten ist. Architektur bringt Baderweiterung, Kaltbadehaus. Minus 1 und Zufriedenheit ist gut. Und Philosophie bringt Forschung. Proforum, okay. Oder Ingenieurwesen ist auch wieder ein Gesetz. Aber Doktrin finde ich fast am schönsten. Flurbereinigung, Kriegselefanten, Kamelbogenschützen, Hain, ja. Hain bräuchten wir auch, um endlich mal, ich glaube, Lavendel oder Weihrauch dort zu ernten. Ach, das ist alles gut. Aber wisst ihr was, wir machen mal die Doktrin. Damit wir vielleicht mit unseren Heiligen da ein bisschen was machen können. So, Statthalter Rajadev, der Redner, soll befördert werden. Das ist gut. Naturforscher, Sägewerk und Viehweiden, mehr Ertrag haben wir hier, glaube ich, nicht. Klug ist besser, weil ein Vaset bedeutet, dass plus 8 mehr Forschung. Das ist eine Menge. Insofern wird er klug, der Statthalter. Das ist super. So, und nun... Der finale Angriff auf Tyros. Wir können uns gut überlegen, wer das jetzt hier vielleicht macht. Wir sagen einmal du. Und dann marschierst du da ein. Reicht das jetzt? Ach nee, wir müssen erst diese Einheit killen, ne? Ich glaube, so ist es. Oh Gott, der arme Jünger des Jugendtums. Und damit besetzen wir die Stadt. Die Eroberung dauert 3 Jahre. Und dann gehört uns das Gebiet. So, und jetzt müssen wir uns schon mal gut überlegen, wie wir direkt mal weitermachen, denke ich. Werden die Einheit schon Richtung Damaskus ziehen? Und dann direkt Damaskus angreifen. Die Miliz da hinten, ja... Hier werde ich sicher... Ne, ich kann hier nicht mehr heilen. Warum kann ich hier nicht heilen? Ach so, heilen natürlich nur im verbündeten Gebiet. Logisch. Ja. Da ist heilen besonders gut. Lohnt sich das? Wir sind nicht so angeschlagen, ne? 16, ne. Ich gehe hier auf Nummer sicher. Werde hier einmal heilen. Die Einheit muss auch heilen. Die hat allerdings 11. Da könnte man sagen, das lohnt sich. Okay, kriegt, glaube ich, dann 6 in der nächsten Runde automatisch mit dazu. Ja, und hier tendiere ich tatsächlich dazu, hier die Miliz anzugreifen. Nicht, dass die uns hier nochmal ärgert. Da der Gegner hier nicht ist, wage ich mich mal ziemlich weit nach vorne. Okay, wer hätte es gedacht, dass es jetzt doch so schnell geht? Gut, mit unserem Boot können wir jetzt hier wenig anfangen. Wir könnten es noch befördern. Ja, kommt. Machen wir das einfach mal. Das hat sich gut bewährt. Deckung brauchen wir ja nicht. Feuerschiff. Zielversuch, Druckzug, ansonsten betäubt. Manöver. Plus 1 Erschöpfungsgrenze. Eigentlich für das, wofür wir es verwenden, alles nicht sinnvoll. Feuerschiff ist... eine super Sache. Wir werden aber vermutlich wenig gegen andere Schiffe kämpfen, weil wir eh keine Chance dabei haben. Aber ich nehme es trotzdem.
nehme es trotzdem, weil es wirklich gut ist. Okay, haben wir weitere Militäreinheiten? Ja, mit Sicherheit. Hier, den nächsten Keulenkrieger, den wir ebenfalls in Richtung Front marschieren lassen. Hierhin. Und der vielleicht auch noch einen General bekommt. So, was haben wir noch? Hier unten heilen. Eine Milizeinheit, die zurück nach Svenet kommt. Und ein Bogenschütze, der hier in der Gegend so ein bisschen Wache schiebt, würde ich sagen. Ne? Der bleibt hier. Okay, damit alle Militäreinheiten bewegt. Gut, dann gucken wir uns nochmal die Arbeiter an. Wir sind hier, das ist eigentlich ein Arbeiter, warte mal, wozu gehört der? Der gehört, glaube ich, zu Abiju, den habe ich fälschlicherweise hier ins Gebiet von Vaset gebracht. Das war eigentlich Quatsch, weil da arbeitet er langsamer. Ich denke, wir werden mit Weilern weitermachen. Hier ist nämlich noch, hier sind Weiler möglich, aber die Frage ist, wo? Können wir eigentlich hier nur noch in die Felsen bauen? Weil da oben will ich noch ein Feld hin platzieren. Obwohl, wir könnten das jetzt mal ausprobieren. Kann man jetzt, wenn man hier zum Beispiel städtisches Gebiet macht, das muss doch irgendwie gehen, ne? War das nicht irgendwie möglich? Konnten das jetzt Einheiten nicht? Aber wahrscheinlich nicht in der Wüste. Das kannst du wahrscheinlich nur mit dieser anderen Familie machen. Ja, dann war das jetzt Unsinn von mir. Okay. Das war ärgerlich. Egal. So, du hast jetzt hier alles abgeholzt. Wir können doch jetzt neue Dinge tun, nicht wahr? Gerichtsgebäude zum Beispiel bauen. Und da haben wir hier noch schöne städtische Strukturen dafür. Das können wir durchaus mal nutzen. Nee, eine Feste will ich nicht. Gerichtsgebäude. Passt. Plus 93 Stein. Das sieht auch schon ganz ordentlich aus. Wir haben noch 6 Befehle. 2 Kundschafter. Ich würde sagen, du bleibst hier stehen. Spionagenetzwerk in Damaskus schaffen. Was ist das denn? Interessant. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Ist das nicht eine Sache, die der Spionagemeister machen kann? Wir probieren das einfach mal aus. Ist wahrscheinlich für Damaskus jetzt nicht sinnvoll. Ah! Okay. Was ist das? Jetzt ist er verschwunden. Aber wahrscheinlich sehen, haben wir jetzt volle Sicht. Wir hätten volle Sicht über Damaskus, wenn wir sie nicht schon hätten. Kriegen wir den dann irgendwie wieder oder ist er jetzt weg? Wow. Es ist schon eine coole Sache eigentlich, aber man hätte es wissen müssen. Und warum sehen wir jetzt hier so viel? Sehen wir das... Ach, wisst ihr was? Wir sehen das gesamte assyrische Territorium jetzt. Oh mein Gott, das ist ja super mächtig. Also zumindest... Also wir sehen es nicht ohne Fog of War, aber wir sehen immerhin das Gebiet. Oder ist das noch die alte Erkundung, die wir hatten? Nee, ich glaube, wir sehen es nicht. Das ist Quatsch, was ich jetzt erzähle. Das kommt noch, weil wir damals das Gebiet erkundet haben mit dem Spionagemeister. Vermutlich sehen wir immer nur das eine Territorium. Naja, gut. Das war dann ein bisschen Verschwendung. Ich hatte das Gefühl, wir hatten irgendwie noch einen Speer auf dem Meer, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ach nee, den haben wir ja da runtergebracht. Genau, das war ja der jetzt hier verschwunden ist. So, jetzt sehen wir mal hier schön die römischen Kerngebiete. Auch interessant zu sehen, wie die entwickelt wurden. Da ist so Roma, da werden wir jetzt vorbeisegeln. 2 Befehle, die wir aktuell nicht nutzen. Wir gucken, was wir in Vaset machen. Zuletzt Fest 4 sind wir runtergegangen auf Stufe 4. Das ist schön. Okay, Rat bringt uns alles Mögliche, Dekret, Stadtkapital, können wir eigentlich jetzt auch mal gebrauchen, aber 3 Jahre ist mir ein bisschen zu lange, ehrlich gesagt. Graben ist hier gar nicht so sehr möglich, mehr möglich. So, was bringt uns das Vieh? 10 Nahrung ist super. Die Bauern 5,2.
Ich mache aber den Steinhauer, weil ich, wie gesagt, noch ein bisschen auf ein Wunder spekuliere. Janet haben wir den Offizierslehrling. Das ist gut. Wir können aber auch hier einen neuen Bürger noch weiterentwickeln. 5 Jahre ist mir allerdings ein bisschen zu lang. Dann machen wir noch einen weiteren Offizierslehrling, würde ich sagen. Und Manifer, da ist der Bergarbeiter, keine Bürger mehr aktuell. Das heißt, wir gehen auf Stadtprojekte. 7,2. Fest ist mir zu lange. Dann würde ich sagen, machen wir Forum, dass wir schneller Spezialisten bekommen zuletzt. Und Svenet haben wir das Archiv 2 abgeschlossen, was uns Forschung bringt. Einen weiteren Bürger. Ja, nämlich auch hier den Steinhauer. Wobei, warte mal, ich hatte gesagt, dass ich jetzt hier mal wieder Jünger haben wollte. Genau. Das machen wir. Okay, damit wäre das Jahr vorbei. Wir schauen nochmal, ob was verpasst wurde. Nein, in Elat die nächste Unzufriedenheitsstufe. Diesmal relativ wenig ausgegeben. Forstwirtschaft ist schon entdeckt. Das heißt, wir brauchen dann irgendwann hier natürlich Arbeiter, die endlich die Sägewerke herstellen. Ja, alles klar. Dann werde ich mich erstmal verabschieden. Wir gucken mal auf die Familien. Das sieht im Moment ganz gut aus. Hier sind wir im Plus und das ist die außenpolitische Situation. Wow. Okay, also die Griechen sind wahrlich nicht gut auf uns zu sprechen, aber das hatten wir ja selbst zu verantworten. Aber sie sind auch weit weg, muss man ehrlich sagen. Karthago liegt nämlich noch dazwischen und mit Karthago sind wir ja bekanntlich im Frieden. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.